Schloss Leonberg. Ein Ort tödlicher Intrigen, mörderischer Eifersucht und dunkler Geheimnisse. Kein Wunder, dass nur selten ein Gast den Besuch überlebt, trotz der herzlichen Begrüßung durch die Schlossgesellschaft. Baronin Elisabeth von Porz, stolze Erbin von Schloss Leonberg. Friedrich Wilhelm von Gatow, Oberst der Fremdenlegion und ihr treu ergeben. Pfarrer Clemens Grün, der sich nicht nur um seine Seele sorgt. Dr. Peter Blom, Gutsverwalter und Restaurator des Schlosses und eng befreundet mit Gloria Thorbach, selbstbewusste Stieftochter der Baronin. Und Helene Weiß, Köchin und guter Geist des Hauses. Viele Leichen für Hauptkommissar Rolf Thaller. Heute empfängt Schloss Leonberg. Sagen Sie mal, wie halten Sie den ganzen Affenzirkus hier aus? Zu Ihrer Sicherheit begleitet Sie Gundis Zambo. Guten Abend, hallo. Hallo. Dankeschön. Dankeschön, hallo, guten Abend und herzlich willkommen zu Cluedo, dem Mörderspiel. Heute fällt der Startschuss zu unserer neuen Show hier auf Sat.1. Und dieser Schuss, der trifft tödlich. Auf Schloss Leonberg wird der weltberühmte Maler Karl de Vries ermordet. Und Sie zu Hause, Sie sind die Detektive, wenn Sie wollen. Sie suchen den Täter, die Tatwaffe und den Tatort. Und wir lassen Sie nicht alleine. Sie werden unterstützt von unseren 100 Studiodetektiven. Guten Abend. Gemeinsam werden wir den Mörder finden, das verspreche ich Ihnen. Und ich verspreche noch eins, der Schnellste, der Genialste hier im Saal unter unseren Studiodetektiven, der gewinnt unsere Cluedo-Traumreise. Wohin geht es allerdings noch geheim, das verrate ich noch nicht. Aber ich verrate Ihnen die 6 Mordverdächtigen von Schloss Leonberg. Da wäre die Baronin Elisabeth von Porz. Oberst Friedrich Wilhelm von Gatow, Gloria Thorbach, Dr. Peter Blom, Frau Helene Weiß, guten Abend, und natürlich Pfarrer Clemens Grün. Eine dieser 6 Personen wird noch heute Abend zum Mörder und sie wird eine dieser 6 Tatwaffen benutzen. Die sollten Sie sich am besten schon mal notieren, das ist wichtig. Vielleicht ein Fleischbeil. Vielleicht auch einen Aschenbecher oder ein Palettenmesser. Vielleicht benutzt der Mörder Schwarzpulver oder Ameisengift oder eine Pistole. Also ich habe noch keine dieser Waffen getestet, aber ich glaube, auch der Aschenbecher wäre geeignet wie alle anderen auch. Ort des Verbrechens ist natürlich, ich habe es bereits erwähnt, Schloss Leonberg. Aber wo genau, in welchem Zimmer ereignet sich das Verbrechen? Vielleicht in der Küche? Oder im Esszimmer? Im Billardzimmer? Vielleicht auch im Salon? In der Bibliothek? Oder spielt sich das Drama im Arbeitszimmer ab? Auf jeden Fall sollten Sie gut aufpassen, sich auch die verdächtigen Personen und natürlich die Taträume gut notieren, liebe Zuschauer. Das ist ganz wichtig. Und jetzt kann ich nur noch sagen, auf die Plätze, fertig, Mord! Clemens, wie geht's denn? Ah, heute ist wieder Ihr Tag. Wie lange ist das jetzt her? 14 Jahre. Heute auf den Tag, genau 14 Jahre. So ein Abschied steckt einem in den Knochen. Wohl für immer. Und nun wollen wir wie immer feiern. Die Baronin hat wieder einen Gast. Ja. Wer ist das denn? Ein Künstler. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn, so ein Schatz hier. Ja, ich stehe oft stundenlang davor, ganz versunken. Ja, das muss ja Millionen gekostet haben. Ich habe es für die Baronin im Osten gefunden. Ja, ja, im Osten, da kann man mit Kunst noch gute Geschäfte machen.
Sie wollen verkaufen? Ach, wo denken Sie hin? Um nichts in der Welt. Guten Tag. Karl, darf ich Sie mit zwei sehr guten Freunden bekannt machen? Pfarrer Clemens, Oberst von Gato. Meine Herren, das ist Karl de Vries, der Maler. Der Maler. Und Kunsthistoriker. Angenehm. Karl arbeitet zurzeit an einem Forschungsauftrag der Akademie über das Verhältnis der Farben Rot, Gelb und Blau bei Van Gogh. Es ist erstaunlich, für was heute Steuergelder ausgegeben werden. Sie haben ja gar nicht gesagt, dass Sie heute ein Kostümfest veranstalten, Elisabeth. Da bin ich doch als Kloschar gekommen. Herr von Gato ist Ritter der Ehrenlegion. So, so. Ein Ritter. Und wo ist denn Ihr Pferd? Ach, für den Herrn Oberst ist heute wirklich ein besonderer Tag. Er wurde vor 14 Jahren in allen Ehren aus der Fremdenlegion verabschiedet. Elisabeth, ich denke nicht daran, mich diese Uniform zu schämen. Sagen Sie mal, wie viel Eingeborene muss man eigentlich totschießen, um so ein Ding zu bekommen? Das ist Algerien und der General Massou, Herr. Ja, ja, Algerien. Aber das da, das ist die Marne-Schlacht. Und das war im Ersten Weltkrieg und so alt sind Sie doch gar nicht aus, Oberst. Oder ist das aus einem Antiquitätengeschäft? Oh, wie schön, Helene hat uns was zu essen gemacht. Ja, danke. Was malen Sie denn so, de Vries? Am liebsten Akt. Igitt. Helene. Karl de Vries hat einen sehr empfindlichen Gaumen. Das ist mir nicht entgangen. Ja, bitte, bitte geben Sie sich fürs Abendessen ganz besondere Mühe, ja? Dieser Kontakt mit dem Maler ist mir so wichtig. Ich gebe mir immer Mühe, Frau Baronin. Ich habe zum Dessert eine Mousse nach meinem Rezept vorbereitet. Die wird ihm bestimmt schmecken. Verzeihung, störe ich? Oh. Schöne Frauen stören nie. Danke. Sind Sie der Künstler? Ich bin Karl de Vries, der Maler. Aber Sie müssen Fräulein Gloria sein. Ja. Man hat mir schon viel von Ihnen erzählt, aber das kann man nicht erzählen. Das muss man malen. Sind Sie schon mal gemalt worden? Gemalt? Ich? Nein. Oh, diese Barbaren. Darf ich Sie malen? Im Ernst? Mit solchen Dingen scherze ich nie. Ich kann nur sehr schlecht stillsitzen. Kein Problem. Ich werde Sie liegend malen. Das liegt mir. Ja, nackt. Nackt? Ja, ich male Frauen immer nackt. Einverstanden? Wie meine Stiefmutter zu sagen pflegt, für die Kunst tue ich alles. Herr de Vries wird ein paar Tage bei uns bleiben. Er möchte ein Bild malen von Gloria. Elisabeth, erwarte nicht, dass ich mit diesem Kartei unter einem Dach bleibe. Friedrich, es ist mir doch so wichtig. Friedrich. Warum haben Sie nicht gesagt, dass er den Orden Ihres Vaters beleidigt hat? Mir wäre es auch recht, wenn er bald wieder verschwindet. Mir aber nicht, Peter. Mein Gott, ich kann doch nicht nur auf dem Land leben. Möchte auch mal in der Stadt sein. Ja, ich möchte eine Galerie eröffnen. Und der Maler Karl de Vries wird mich mit allen dafür wichtigen Künstlerpersönlichkeiten zusammenbringen. Vielleicht war es vermessen von mir, dass ich an diesem Tage meine Freunde für mich allein haben wollte. Ach, Friedrich, so kannst du das nicht sehen. Sind Sie viel herumgekommen in der Welt, Karl? Oh ja, ich war 12 Jahre auf Tahiti, auf den Spuren von Gauguin. Der hat immer Mädchen gemalt. Ich jedoch bin vor lauter Mädchen nicht zum Malen gekommen. Oh, das Dessert. Hoffentlich ist das wenigstens genießbar. Behagt Ihnen mein Dessert nicht? Mir behagt nur nicht, dass Sie dieses scheußliche Zeug Dessert nennen. Wo haben Sie die denn her? Ach, das ist Helene. Sie ist uns teuer. Sie kocht schon immer für uns. Ja, und da leben Sie noch. Da sieht man doch, was der Mensch alles aushält, nicht? Liebe Helene, wie geht es Ihnen? Pfarrer Clemens, ich gebe mir wirklich alle Mühe. Ich möchte doch, dass es allen schmeckt. Aber ja, doch, uns hat es immer geschmeckt. Ja, aber ihm nicht. Ist ja so verwöhnt. Ich hasse ihn. Oh, du sollst Böses nicht mit Bösem vergelten, spricht der Herr. Gilt das auch für eingebildete Kunsthistoriker? Eingebildete Kunsthistoriker werden in der Bibel zwar nicht ausdrücklich erwähnt, aber ich denke, es gilt auch für Sie.
Aha. Interessant. Ah! Der Götzendiener. Sie sollten sich bei Frau Weiß entschuldigen. Wer ist das? Sie haben ihr wehgetan. Erst nicht kochen können und dann bei der geringsten Kritik losheulen. Was du dem geringsten meiner Brüder und Schwestern tust, das hast du mir getan. Verschonen Sie mich mit Ihrem christlichen Getue. Ich kam im Geist der Vergebung. Halten Sie mir auch die andere Wange hin. Ich bin an keiner Seite Ihres Gesichts interessiert. Ach, was wissen Sie schon von Religion? Also, lassen wir mal die ganzen Verbrechen beiseite. Aber dass die Kirche seit 2000 Jahren die Welt mit schlechter Kunst vergiftet, ist unverzeihlich. Ich korrigiere mich. Keine Kunst, nein, nein. Kitsch, Unsinn. Ohne die Kirche hätte es die Kunst nie gegeben. Sie haben doch keine Ahnung. Was hätte Goya und Michelangelo alles malen können, hätte ihnen die Inquisition nicht im Genick gesessen. Die Tarnen der Kunst. Und was mussten sie malen? Heiligenbildchen. So dürfen Sie nicht reden. Warum denn nicht? Der Herr wird Sie strafen. Bis jetzt hat er noch keinen Blitz nach mir geschickt. Einen Blitz nicht, aber eine Lektion, die wird er Ihnen erteilen. Wie halten Sie den ganzen Affenzirkus hier aus? Die lustige Witwe, der wahnsinnige General, der drittklassige Dorfpope und die hysterische Köchin. Man gewöhnt sich dran. Nur nicht ans Essen. Wollen Sie nicht mal raus hier? Kommen Sie doch mit. Ich stelle das Bild auf einer Vernissage aus. Da lernen Sie viele berühmte Leute kennen. Ich denke, Sie wollen meine Stiefmutter mitnehmen. Das war gestern. Als Künstler ist man Stimmungen unterworfen. Ich bin nicht abgeneigt. Kann ich's mal sehen? Nein, erst wenn es fertig ist. Fliegen tut mir weh. Ja, aber das ist doch kein Problem. Stehen Sie doch auf. Gehen Sie herum. Ohne Handtuch. Ich glaube, es geht noch. Ja. Clemens, wenn ich Sie nicht so gut kennen würde, dann würde ich annehmen, dass... Ich diene nur dem Herrn. Mit Schwarzpulver? Ich suche etwas, wo Sie Ihre Finger noch nicht drin hatten. Oh, was ist denn das? Das hat ein alter Herr aus dem Dorf gemalt. Aha, so sieht's auch aus. Ja, Kunst in der Küche. Ein erhabener Ort. Alles flach. Alles ohne Leidenschaft. Alles tot. Wenn Sie nicht sofort aus meiner Küche verschwinden, dann werde ich Sie mit diesem Beil rausjagen. Und zwar genau mit der Leidenschaft, die Sie hier vermissen. Oh, Karl, kommen Sie voran mit dem Bild. Ja, ich bin fast fertig. Sobald ich es vollendet habe, reiß ich ab. Was? Der Aufenthalt ist eine Zumutung. Gerade eben hat mich Ihre Köchin mit einem Beil bedroht. Helene! Ach, also gut, dann werde ich auch meine Sachen richten. Ach, Sie reisen auch ab. Sehr vernünftig. Aber Karl, wir haben doch besprochen, dass ich mit zu Ihrer Vernissage komme. Ach, das habe ich vergessen zu sagen. Ich habe umdisponiert. Ich werde Fräulein Gloria mitnehmen. Aber ich habe eine Vernissage fest eingeplant. Ich habe allen meinen Freunden Bescheid gesagt. Das tut mir leid. Auf Künstler sollte man eben nicht bauen. Vielleicht ein andermal. Guten Tag. Oh.
So. So. Jetzt aber. Das ist ja grässlich. Ich sehe aus wie eine Hure. Ja. Sie wollen mich demütigen? Nein, das will ich nicht. Es ist Ihr wahres Gesicht und genau das habe ich eingefangen. Sie Miese. Seien Sie doch nicht blöd. Das Bild wird Sie berühmt machen. Wenn Sie dieses Machwerk nicht sofort verbrennen, dann bringe ich Sie um. Ich habe ein bisschen überempfindlich reagiert. Entschuldige bitte. Was ist denn los? Ich habe mich berührt. Unsittlich. Wer? Dieser Maler. Das reicht. Wird Ihnen sicher gut tun. Ich suche Karl. Haben Sie ihn gesehen? Etwas Schreckliches ist passiert. Karl ist tot. Ja, und niemand trauert ihm nach, verständlicherweise. Aber das macht den Fall de Vries so schwierig. Jeder könnte der Mörder sein, jede Tatwaffe kommt in Betracht und jeder Raum könnte auch der Tatort gewesen sein. Aber wir werden den Fall lösen gemeinsam und hier sind unsere 6 Verdächtigen. Wir werden den Mörder finden. Einer davon ist es auf jeden Fall, liebe Zuschauer. Und wir werden alle 6 verhören in ein paar Minuten. Auf Schloss Leonberg wurde ein Künstler umgebracht und alle 6 anwesenden Personen haben ihn nicht gemocht, sind deswegen tatverdächtig und sie sind alle hier bei uns im Studio. Die Baronin Elisabeth von Porz. Konnte sie de Vries nicht verzeihen, dass er lieber Gloria mit auf die Vernissage nehmen wollte? Oberst von Gato. Hat de Vries den Oberst zu sehr in seiner militärischen Ehre gekränkt? Gloria Torbach. Hat sie ihre Drohung wahrgemacht? Dr. Peter Blom. Wollte er Gloria und die Baronin vor de Vries schützen? Frau Helene Weiß. Beleidigten sie die Gemeinheiten des Malers tödlich? Und Pfarrer Clemens. Wurde er zum Werkzeug göttlicher Vergeltung? Viele Unklarheiten, aber eines ist klar. Einer davon ist der Mörder. Und wir werden ihn finden, bitte. Frau Baronin, sagen Sie mal, wie konnten Sie so einen Kerl auf Ihr Schloss einladen? Ja, so ein Scheusal. Aber glauben Sie mir, der war ganz anders, als er mir vorgestellt wurde. Frau Weiß, haben Sie uns gar keinen Pudding mitgebracht? Nein, Mousse au Chocolat war es, Entschuldigung. Nein, Mousse, ja, hätte ich Ihnen gerne etwas mitgemacht, damit Sie mal sehen konnten, wie gut das schmeckt, wie ausgezeichnet das war. Und dieser Kerl hat daran rumgemäkelt, aber naja, gut. Herr Oberst, guten Abend. Guten Abend. Schick sehen Sie aus. Ich bin ein Nichts gegen Sie, Kunde. Oh, vielen herzlichen Dank. Charmant wie eh und je. Aber ich habe trotzdem eine Frage an Sie. Wissen Sie, wer der Mörder ist? Haben Sie eine Ahnung? Ich würde erst mal sagen, wir alle 6. Okay, auf jeden Fall. Der hat uns bis zur Weißglut gereizt. Ja. Alle nicken. Dem stimme ich Ihnen auch zu.
Und ich sag Ihnen eins, wenn Sie jetzt schon einen Verdacht haben, liebe Zuschauer, sollten Sie ihn aufschreiben. Und hier im Saal bitte geben Sie Ihren Verdacht, die Kombination aus Täter, Tatwaffe und Tatort in den Computer an Ihren Plätzen ein. Sie können Ihre Meinung natürlich jederzeit ändern. Ja, machen Sie es bitte. Aber der Computer wertet genau aus, wer zuerst die richtige Lösung gefunden hat und diese auch bis zum Schluss beibehalten hat. Denn auf den wartet unsere Reise. Und jetzt wird alles sofort ausgewertet. Ich habe hier das erste Ergebnis. Liebe Zuschauer, im Moment sind 18% hier im Saal der Meinung, dass Gloria den Mord begangen hat. 19% sagen, es war Pfarrer Clemens Grün. Und die Mehrheit von 22% verdächtigen den Oberst. Ich danke Ihnen allen für Ihr Vertrauen. Eins steht fest, Sie werden herausfinden, ob es der Oberst ist oder einer der anderen fünf. Und vergessen Sie nicht, wir suchen auch Tatwaffen und Tatort. Und um das Ganze herauszufinden, hilft nur eines, nämlich ein Verhör unserer Studiodetektive. Und wo darf ich zuerst hingehen? Wer stellt die erste Frage? Die Dame da ganz hinten, da muss ich einmal durch. Eines ist wichtig, liebe Zuschauer. Alle müssen die Wahrheit sagen und werden es auch tun. Nur der Mörder nicht, der darf lügen. So, guten Abend. Guten Abend. Ich würde mal die Gloria ganz gern fragen, warum sie denn so entsetzt war, als sie ihr Bildnis gesehen hat. Ja, weil es absolut potthässlich war. Ich meine, sie wussten doch, dass sie nackt gemalt. Ja, wollen Sie vielleicht damit sagen, dass ich nackt hässlich bin? Ich kann Ihnen das gerne beweisen, dass es absolut... Hallo. Guten Abend. Ich hätte eine Frage an die Baronin von Port. Wo fand diese unsittliche Berührung denn statt? Ach, die hat doch niemals stattgefunden. Ich hätte ihn umgebracht, wenn er das gemacht hätte. Ich habe gelogen. Herr Pfarrer, für mich sind Sie ganz klar der Mörder. Mit den christlichen Geboten scheinen Sie sich ja nicht so zu halten. Was haben Sie denn mit dem Schwarzpulver vorgehabt? Ich wollte diesem Herrn das Zeichen setzen, dass er so höhnisch abgelehnt hat, wo er sagte, Gott hat mir noch keinen Blitz geschickt. Darf ich Sie fragen, wen Sie vermuten als Mörder? Vermute, dass es der Herr Pfarrer Clemens war. Gut, das wäre die einfachste Lösung. Also ich habe festgestellt, Pfarrer Clem, Schwarzpulver, habe ich mir gedacht, weil er das reingeschüttet hat in den Aschenbecher. Also könnte der Salon gewesen sein. Und wie ist Ihr Name, muss ich gleich dazu fragen? Ich bin der Robert Riss aus München. Der Robert. Der Robert sagt also, das Ganze war im Salon. Es war der Pfarrer Clemens mit dem Schwarzpulver und Sie haben uns sehr weitergeholfen, denn davon stimmt gar nichts. Robert, ist es wirklich gut, denn liebe Zuschauer, Sie können, er versucht es und das war auch wunderbar, wirklich, das meine ich ernst. Wir können nämlich den Pfarrer, das Schwarzpulver und den Salon einfach rausstreichen, davon gibt es keine Möglichkeit mehr und der Pfarrer ist somit auch entlastet und wird in Zukunft auf jeden Fall die Wahrheit sagen, das wissen wir. Vielleicht sind Sie zu Hause auch ein bisschen weitergekommen, liebe Zuschauer. Wenn nicht, dann warten wir einfach mal auf Hauptkommissar Taller, denn der kommt jetzt und er ist ein Mann mit viel Erfahrung und behält immer einen kühlen Kopf. Fragen an Sie stellen. Seine Erben werden Sie deswegen verklagen. Ich war's nicht. Ich hätte es mit einem Palettenmesser zerschlitzt. Mit einem Palettenmesser? Ja, ich such's. Vorhin hat's hier noch rumgelegen. Ah ja, sagen Sie, ist Ihnen heute Morgen etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Ja, es hat geknallt, zweimal. Wie ein Schuss oder wie eine Explosion. Wann war das? Ungefähr eine halbe Stunde, bevor der Pfarrer ihn gefunden hat. Ich danke Ihnen, Fräulein Gloria. Bitte. Clemens, heute sind Sie unschlagbar. Kommissar, spielen Sie eine Partie mit?
Sie müssen ja ein lupenreines Gewissen haben oder sehr starke Nerven. Beides, Herr Kommissar, beides. Sehen Sie mal, ganz witzig, ne? Zeichnen konnte auch nicht. Nun ist er tot, da wird er sicher berühmt. Hm. Das sind Sie, Herr Obers, mit Waffe. Oder genauer gesagt mit einer französischen 8mm. Haben Sie eine französische 8mm? Ein Andenken an die Legion. Wann haben Sie das letzte Mal damit geschossen? Oh, das ist lange her. Heute Morgen. Aber getötet habe ich ihn nicht. Ich habe dem Schnösel eine Lektion erteilt. Ah, heute mal in Zivil. Was soll denn das? Ich werde Sie jetzt erschießen, der Frech. Hören Sie doch auf mit dem Unsinn. Sind Sie wahnsinnig geworden? Wissen Sie, was in Stand gerichtet ist? Die einfachste Methode, mit Abschaum wie Ihnen fertig zu werden. Hören Sie, wenn ich Sie beleidigt habe, dann, das tut mir leid. Machen Sie das Fenster auf! Die erste Kugel ging in die Luft, die zweite ist für Sie. Wenn Sie nicht auf dem schnellsten Wege von hier verschwinden. Verstehen wir uns? Was war denn das? Das, meine Liebe, war göttliche Gerechtigkeit. Wie viel Schuss haben Sie abgefeuert, Herr Obersten? Einen. Nur einen zur Warnung. Es hat aber zweimal geknallt. Dann hat noch jemand geschossen. Geschossen nicht, aber jemand hat einen Aschenbecher in eine Pumpe verwandelt. Jemand, der wusste, dass der Fries Kettenraucher war, hat den Aschenbecher randvoll mit Schwarzpulver angefüllt. Schwarzpulver, wie Sie es unter den Fingern haben, Herr. Da! Gratuliere, Herr Kommissar, gratuliere. Ja, auch ich wollte ihm eine Lehre erteilen, wie Friedrich. Er hat Gott und alle, die an ihn glauben, beleidigt. Mein ist die Rache, spricht der Herr. Aber Gottes Mühlen malen manchmal etwas langsam. Und da haben Sie ein bisschen nachgeholfen. Wenn ich mir diese Flasche so anschaue, dann habe ich schon das Gefühl, dass das nicht nur für Ameisen gefährlich ist. Und das nochmal zur Erinnerung sind unsere heutigen Tatwaffen, liebe Zuschauer. Ein Beil, ein Aschenbecher, ein Palettenmesser, Schwarzpulver, eine Armeepistole und eben das besagte Ameisengift. Und ich glaube, dem Mörder auf die Schliche kommen können wir nur, wenn wir weiter Fragen stellen. Und Sie sind jetzt dran. Ich möchte von der Köchin wissen. Was wollten Sie mit dem Ameisengift in der Schnupftabakdose oder Pillendose? Ich habe kein Ameisengift in die Pillendose getan. Irgendwas haben Sie aber reingetan. Ja, es war eine ganz harmlose Sache. Ich wollte ihn eben ein bisschen ärgern, weil er mich so geärgert und so gekränkt hatte. Ja, was für eine harmlose Sache denn? Ein kleines Pülverchen. Sie haben ja gesehen, was der mit mir gemacht hat, nicht? Und da war ich so aus, mir dachte ich, der muss einen kleinen Denkzettel kriegen. Die Dame neben Ihnen, sie hat eine Frage. Ich habe eine Frage an die Gloria. Und zwar das Palettenmesser. Wo ist es denn? Das weiß ich nicht. Aha. Sehr verdächtig. Sprechen Sie bitte. Herr Dr. Blom, eine Frage hätte ich. In welchem Fach haben Sie denn promoviert? Architektur. Ah ja, danke. Frage an den Oberst. Was haben Sie eigentlich mit Ihrer Pistole gemacht, nachdem Sie auf den Maler geschossen haben? Ich habe sie in meine linke Jagdtasche gesteckt. Das heißt, niemand anders hatte Zutritt zu dieser Pistole? Nein, keineswegs. Und ich denke, wir sind jetzt wieder an einem Punkt, wo wir wissen sollten, gibt es irgendwelche Elemente, die wir vielleicht rausnehmen können? Und deswegen frage ich Sie mal hier, guten Abend. Guten Abend. Wie Ihr Name ist erstmal? Werner. Werner. Darf ich Sie auch fragen, wen Sie für den Mörder oder die Mörderin halten? Ja, mittlerweile glaube ich, dass es die Köchin war.
Frau Weiß. Ja? Oh. Unmöglich. Liebe, gute Frau Weiß, so, warum kommen Sie auf Sie? Ich meine, sie versuchte sich sehr viel rauszureden. Mhm. Und was meinen Sie, womit sie den Mord begangen haben könnte? Mit Gift. Das heißt, mit dem Ameisengift, das zur Verfügung steht. Ja. Aha. Er glaubt Ihnen nicht, Frau Weiß. Ja, das wundert mich. Ich meine, ein Motiv hätte ich sicher. Der hat mich ja so gereizt. Der Mann, als der in der Küche noch mit dem Bild anfing, ja? Küchenmalerei und sowas. Dieses schöne Bild von unserem Herrn da aus dem Dorf. Ja, ein älterer Herr, ein entzückender älterer Herr. Da war, also, das war was ganz aus mit mir. Das war überhaupt eine Oberfrechheit. Bin ich völlig Ihrer Meinung. Außerdem war es ein sehr schönes Bild. Eben. Was meinen Sie denn, wo das Ganze passiert ist? In der Bibliothek. Aha, gut. Also, Sie sind der Meinung, das war in der Bibliothek. Es war Frau Weiß mit dem Ameisengift. Und davon stimmt eine Sache. Nur welche? Das gilt es herauszufinden. Vielleicht weiß unser Kommissar mehr. Hände vorzeigen. Jawohl, Herr Kommissar. Erwischt. Sie haben das Bild übermalt. Und? Ist das ein Verbrechen? Das nicht, aber einen Menschen umbringen, das ist ein Verbrechen. Kennen Sie das? Ja, das gehört doch diesem Kerl. De Vries. Er hat doch überall seinen Schnupftabak verstreut. Es hier ist aber kein Schnupftabak. Er hat mich geärgert. Ich wollte ihm eine Lektion erteilen. Anscheinend wollte jeder hier ihm eine Lektion erteilen. Aber warum ausgerechnet mit Ameisengift? Ameisengift? Nein, Herr Kommissar. Ich habe ihm was in den Schnupftabak getan. Aber kein Gift, sondern Pfeffer. Ich wollte ihn doch nur ärgern, nicht töten. Ach, Baronin, ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Ah, ja, bitte? Ist es wahr, dass Sie De Vries als eine Art, sagen wir mal, Eintrittskarte in die Kunstszene betrachteten? Ha. Ja, ja. Wollte mich auf seine Vernissage mitnehmen. Es kam anders, nicht wahr? Er war auf einmal von ihrer Stieftochter begeistert und wollte Gloria mitnehmen und nicht mehr sie. Und er hat ihnen das auch gesagt. Ja. Das hat sie sehr verletzt. Den Oberst hätte das gefreut. Und deshalb haben sie ihm auch nichts davon gesagt. Stattdessen haben sie ihm das Märchen erzählt, De Vries wäre zudringlich geworden. Sie wussten genau, dass da der Oberst rot sieht. Richtig? Er holte seine Pistole und ging zu De Vries. Aber er hat ihn nicht erschossen. Er hat ihn nur gewarnt. Ja, leider. Hast du ihn erschossen? Nein. Ich schieße nicht auf Unbewaffnete. Da wollten Sie es selber tun. Nein, das ist nicht wahr. Ich ging in die Küche und habe etwas gesucht. Um Karl De Vries zu töten. Um das Bild zu zerstören. Glorias Bild. Man musste es vernichten. Aber als ich aus der Küche kam, gab es einen zweiten Knall. Ich war verwirrt. Ich dachte, nun hat ihn Fritz doch erschossen. Und? Dann kam Peter und sah mich mit dem Bein. Leg dich ein bisschen hin. Hm? Dr. Blom hat das Beil genommen. Ja. Und dann? Dann bin ich auf mein Zimmer gegangen und habe eine Beruhigungstablette genommen. Das ist doch glaubwürdig, Herr Kommissar. Ich habe den Maler nicht umgebracht. Ah, Peter. Ja? Ich sehe, Sie versuchen sich als Restaurator. Man tut, was man kann. Meine Frage, als Sie im Flur waren und den zweiten Knall hörten, sind Sie da jemandem begegnet? Jemandem begegnet? Nein. Wieso? Danke, Sie haben mir weitergeholfen. Und ich denke, er hat auch uns allen ein bisschen weitergeholfen. Liebe Zuschauer, ich habe eine neue
Hochrechnung aus unserem Computer. Im Moment sind 13% hier der Meinung, dass die Baronin von Porz die Mörderin sei, 28% halten Helene Weiß für die Mörderin und 36% hier im Saal sagen, es war Dr. Peter Blom. Das ist ja entzückend. So, Sie haben noch eine Frage. Ja, an den Herrn Dr. Peter Blom. Und zwar, in welchem Verhältnis stehen Sie zu Gloria? Wir schlafen ab und zu miteinander. Richtig, komm bitte. Danke. Sie bitte? Gloria, das liebe ich an Ihnen. Sie nehmen einfach kein Blatt vor den Mund. Das finde ich gut. Hier ist eine Meldung, die Dame mit dem Haarreif oben, ja, mit der Brille. Ich habe eine Frage an den Dr. Blum. Wo hatten Sie auf einmal das Palettenmesser her? Das habe ich auf dem Fußboden gefunden. Ich habe mich gewundert, warum du es vorhin nicht gefunden hast. Ja. Mir ist aufgefallen, dass Sie von diesem Maler nicht irgendwie beleidigt wurden und angegangen sind. Das haben Sie gut bemerkt. Mich interessiert Folgendes. Sie haben der Baronin diesen Van Gogh besorgt. Ach nein, wissen Sie, es wird so entsetzlich eingebrochen. Dieser Van Gogh, der kommt mir verdächtig vor. Warum? Wieso? Ja, es ist eine Fälschung. Es ist nein, keine Fälschung. Wir haben absolut eine Expertise. Und ich frage Sie jetzt einfach, wen Sie für den Mörder halten. Also ich halte nach wie vor die Baronin von Porz für, sagen wir mal, schuldig. Zum einfach grundsätzlich wahnsinnig viel von diesem Herrn erwartet. Und Sie sind mit Sicherheit auf Rache. Mhm. Was meinen Sie, wo sie den Mord begangen hat? Noch tippe ich auf die Bibliothek. Mhm. Allerdings weiß ich noch nicht, ob die Frau Baronin von Porz auch wirklich dort gewesen ist. Und darum möchte ich mal Sie fragen, waren Sie zur Tatzeit in der Bibliothek? Oder nein, waren Sie öfters in der Bibliothek? Ich war zur Tatzeit nicht in der Bibliothek, sondern ich war in meinem Zimmer. Gut, wie auch immer, Sie tippen auf die Bibliothek. Und was meinen Sie, hat sie als Mordwaffe benutzt? Im Aschenbecher. Gut, also Sie sind der Meinung, es war in der Bibliothek die Frau Baronin von Porz mit dem Aschenbecher. Und davon stimmen zwei Vermutungen. Gratuliere. Aber wir suchen noch die dritte und wir wissen auch nicht, welche stimmen, sind also ein bisschen ratlos und Hauptkommissar Thaler im Moment auch. Meine Herrschaften, Sie haben mich geschafft. Ihre Aussagen haben mich total verwirrt. Aber ich habe einen eindeutigen Hinweis auf den Mörder, beziehungsweise die Mörderin. Und zwar von de Vries höchstpersönlich. Das da hat er kurz vor seinem Tod noch gezeigt, mit seinem eigenen Blut. Ein Y. Was soll das heißen? Darauf kommen wir später zurück. Ich muss noch ein paar Dinge klären. Peter? Ja? Warum haben Sie gelogen? Ich? Gelogen? Ja, als Sie sagten, Sie seien niemandem begegnet nach dem zweiten Knall. Ich wollte Elisabeth nicht in Verdacht bringen. Genau das haben Sie erreicht. Ich habe einen Knall gehört und bin runtergegangen. Elisabeth stand im Flur. Dann gab es einen zweiten Knall. Ich habe ihr das Beil weggenommen. Und dann? Ich habe ihr empfohlen, sich ein wenig hinzulegen. Dann habe ich das Beil zurück in die Küche gebracht. Ja, das stimmt. Ich habe es dort auf dem Tisch gefunden, wo es immer lag. Weiter? Nichts. Kommen wir nochmal auf das Bild zurück. Also, was bedeutet das Y? Tja, was bedeutet das Y? Ich weiß es nicht. Haben Sie eine Ahnung? Nee, leider auch noch nicht. Auch nicht. Vielleicht Ihr Sitznachbar? Na, auch nicht. Keine Ahnung, was das Y bedeuten könnte. Wissen Sie es? Kann man keinen Reim drauf machen. Tja, keiner kann sich einen Reim drauf machen. Vielleicht die Dame nein. neben Ihnen? Auch nicht. Oh, nein. Dr. Blum. Ich sieht aus wie ein Gamma. Mathematiker und Architekt. Gamma. G, Gamma. Die Gloria. Aber ja. Aber nicht die Oberst von Gato. Na, den höchsten Pfarrer Grün. Ja. Oder Gundes. Wie bitte? Ja. Also ich muss ja schon sagen, ich bin hier außen vor, ich bin nicht verdächtig. Von der Frau Weiß würde ich gerne wissen, Sie schnüffeln doch sonst überall im ganzen Haus herum. Haben Sie dieses Y vielleicht schon mal irgendwo gesehen? Nein, aber ich schnüffle auch nicht im Haus herum. Ich tue meine Arbeit. Dieses Zeichen ist eine Schweinerei wie der ganze Kerl. Genau, ja. Sieht sehr aus gut. Wie ein männliches ja. Geschlecht. Gloria, das Gloria. Ich sagen. Bitte. Also wissen Sie was, bei der Bemerkung gackern nur die Damen hier im Saal. Das muss ich doch, finde ich doch höchst erstaunlich. Ja, das ist ein entspanntes. Tja, guter Herr in dem rosa Hemd. Frau Baronin, ich habe eine Frage an Sie. Wenn Sie diese Schweinerei mit dem Messer
nicht bevorzugen würden, dann wäre es doch für Sie einfach, das Ameisengift zu benutzen. Ich meine, der Aschenbecher würde doch, könnte dem Maler eine Verletzung zugezogen haben, mit dem er dann vielleicht mit seinem eigenen Blut noch dieses Zeichen geschrieben hat. Aber dieses Ameisengift wäre doch eine leichte Mordwaffe für Sie. Ja, warum trauen Sie mir denn da nicht gleich zu, dass ich ihn mit diesem Fleischermesser erschlagen habe? Weil Sie es hassen, diese Sauerei zu veranstalten. Das haben Sie vorhin selber gesagt. Ja, vollkommen recht. Weil Sie sagen, ich hätte jetzt gern einen klaren Verdacht. Und zwar bei Ihnen, genau, die Dame in Grün. Wer ist für Sie der Mörder? Gloria mit dem Aschenbecher in der Bibliothek. Ah, und wie kommen Sie auf Gloria? Ja, durch das Zeichen. Mhm. Durch das Zeichen? Ja. Wieso? Was hat es? Ja, Gamma. G. Ah, okay. Die Dame hier neben mir in Grün sagt, das Ganze war in der Bibliothek. Es war Gloria mit dem Aschenbecher. Und ich kann nur gratulieren, davon sind zwei richtig. Ich glaube, wir sind der Lösung immer näher. Überdenken Sie noch mal Ihre Vermutung. Wer war der Mörder? Womit und wo? Allerdings müssen Sie sich ein bisschen beeilen, denn Hauptkommissar Thaller ist drauf und dran, den Fall zu lösen. In ein paar Minuten. Wir stecken noch mitten in einem Mordfall. Auf Schloss Leonberg wurde der Maler Karl de Vries getötet. Und wir suchen den Mörder, das Werkzeug, das er benutzte, und natürlich den Ort des Verbrechens. Bitte noch einmal überdenken zu Hause, liebe Zuschauer, wenn Sie mitgemacht haben. Hier im Saal, Sie haben jetzt noch einmal die Möglichkeit, Ihre Ermittlungen in dem Computer zu ändern. Und dafür haben Sie genau 5 Sekunden Zeit ab jetzt. Aus, Schluss, es geht jetzt nichts mehr. Sie können nichts mehr eingeben, denn die Mörderjagd geht zu Ende. Der Gejagte gibt auf. Was wollt ihr mit dem Y sagen? Ich habe mir den Kopf zerbrochen. Ein Name. Ich bin alle ihre Namen durchgegangen, auch die Vornamen. Nirgendwo ein Y. In der Tat, ein Rätsel. Ich habe es gelöst. De Vries wollte noch mitteilen, wer sein Mörder war, aber er musste es unauffällig tun, damit der Mörder es nicht entdeckt und vernichtet. De Vries war nicht dumm. Was würde man bei einem erklärten Atheisten und Gotteslästerer am wenigsten vermuten? Ein christliches Symbol. Also Name 1. Der erste Apostel war ein Fischer aus Kapernaum. Und seither hat der erste Apostel als Symbol in der Kunstgeschichte einen Fisch. Herr Pfarrer, wie lautet der Name des ersten Apostel? Petrus. Petrus, lateinisch für Peter. Warum Peter? Ja, Doktor, warum? Das Bild, der Van Gogh, war falsch, nicht wahr? Nur eine erstklassige Kopie. Es ist falsch? Ja, Elisabeth. Es tut mir leid. Man hat mich reingelegt. Ja. Ja, und mein Geld? Futsch. Ich hatte das Bild als Kapitalanlage für die Baronin gekauft. In einem Antiquariat im Osten. Es sollte aus einem Museum sein. Ich dachte, es wäre ein guter Kauf. Vor 2 Jahren habe ich es schätzen lassen. Da habe ich dann erfahren, dass es eine Fälschung ist. Ja, aber warum hast du mir davon nichts erzählt? Ich habe mich geschämt. Aber es hat ohnehin niemand bemerkt. Und sie wollten es sowieso nicht verkaufen. Bis dahin ist alles gut gegangen. Bis der Fries kam. Ja. Ich hatte gehofft, dass er schneller wieder verschwindet. Aber daraus ist leider nichts geworden. Er hat die Fälschung entdeckt. Natürlich. Nicht wahr sein. Er musste sterben, weil Sie nicht die Courage hatten, Ihren Fehler zuzugeben. Ich hatte den Streit zwischen Karl und dem Oberst mitbekommen. Das war mir gerade recht. Sie dachten, der Oberst hätte ihn erschossen.
Ich dachte, er wäre tot. Aber nein. Wieso, das war ins Irrenhaus hier. Jetzt würde er zur Baronin. Sie sollen mich kennenlernen. Ach, übrigens, Doktor. Ich muss Ihnen was sehr Interessantes zeigen. Sehen Sie mal hier das Datum. 1890. Sein Todesjahr. 1888 hat er sich ein Ohr abgeschnitten. Also, das Bild ist eine Fälschung. Er war eben ein Künstler. Bis zuletzt. Und deshalb das Zeichen aus der Kunstgeschichte, ist doch ganz klar. Und das deutete auf Dr. Peter Blom mit dem Aschenbecher in der Bibliothek. Und wir haben einen Gewinner. Das sind Sie. Hallo. Dankeschön. Wissen Sie auch, wo es hingeht? Die Fahndung nach dem richtigen Urlaubsziel hat nun ein Ende. Mit der richtigen Lösung des Cluedo-Falles haben Sie gleichzeitig den Weg in die Karibik gefunden. In der Dominikanischen Republik werden Sie mit Fischereisen und Tabakleut einen genauso spannenden wie entspannenden Urlaub verbringen. Tja, wie heißen Sie überhaupt? Ich heiße Meladisch und komme aus Freising. Und Sie haben bereits nach 18 Minuten das richtige Ergebnis gefunden. Sind Sie ein Krimi-Fan? Also wir haben es jetzt die letzten Tage mal probiert, immer ja? gespielt. Bisschen zu Hause geübt? Ja. Haben Sie ein Cluedo-Spiel zu Hause? Ja. Gut, dann bekommen Sie noch eins. Bitte Dankeschön. Schön. Viel, viel Spaß in der Dominikanischen Republik, eine traumhafte Reise und ich denke, Sie werden den auch haben. Ja. Vielen herzlichen Dank nochmal. Simone. Ja, das war also wieder mal Cluedo für heute, liebe Zuschauer. Ich hoffe, Ihnen hat Spaß gemacht, hier mit uns zu spielen. Und jetzt muss ich mir doch mal den Dr. Peter Blom greifen. Herr Blom, ich hoffe, Sie werden in Zukunft Ihre Finger aus dem Kunstgeschäft lassen. Ich verspreche es Ihnen. Ich hatte ja keine andere Wahl. Das stimmt allerdings. Fest versprochen? Fest versprochen. Super, dann kommt dein nächstes Mal wieder mit, wenn es wieder heißt auf Schloss Leonberg und Cluedo.